Moin, ihr Lieben. Hallo aus Hamburg. Ich hoffe, es geht euch gut. Lasst uns über ein wichtiges Thema reden. Müll. Da ist mir nämlich jetzt ein Licht aufgegangen. Ich habe solche LED- und Energiesparlampen früher nicht optimal entsorgt. Ich habe da Lösungen gefunden. Sie waren dann quasi aus den Augen, aus dem Sinn. Aber jetzt weiß ich es besser und möchte dieses Wissen mit euch teilen. LED- und Energiesparlampen gehören nicht in den Hausmüll, auch nicht ins Altglas. Sie gehören in dafür vorgesehene Sammelstellen. Und wie findet ihr diese Sammelstellen? Ganz einfach. Ihr sucht sie einfach unter sammelstellensuche.de. Da findet ihr eine in eurer Nähe, entweder im Handel oder auf einem Wertstoffhof. Und so werden die Ressourcen optimal verwertet. Und dann könnt ihr, wie ich, noch darauf achten, dass ihr beim Einkaufen Müll vermeidet. Ich gehe jetzt fast nur noch auf Wochenmärkten einkaufen mit meinen Boxen und meinen Täschchen und bin richtig glücklich, dass ich dann nicht so viel Verpackungsmüll mehr zu Hause habe. Und all diese kleinen Schritte sorgen dann dafür, dass wir ein besseres, nachhaltigeres Leben und ressourcenschonendes Leben führen. Und das ist ziemlich erstrebenswert, finde ich. Danke für eure Aufmerksamkeit.